Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das Jahr, das neigt sich jetzt langsam dem Ende entgegen und da wollte ich euch nochmal meine Doll-Highlights aus dem Jahr 2023 zeigen. Also die Puppen, die mir so am besten gefallen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob die alle wirklich 2023 bei uns erschienen sind. Ich habe sie mir jedenfalls alle erst 2023 gekauft. Und ja, wir fangen am besten mal an. Die erste da hinten ist natürlich die Mariah Carey Puppe. Das ist die Barbie zu der Sängerin von All I Want for Christmas is You. Ich glaube, das kennt wirklich jeder. Ja, die habe ich in meinem letzten Video genauer vorgestellt. Das ist, wie gesagt, diese Barbie da hinten. Ja, fangen wir mal an. Als zweites habe ich dann die Clio Denial Generation 3. Also ich mache das jetzt nicht nach Platzierungen, weil ich finde das mal ein bisschen blöd, die zu ranken, Platz 1, 2 und 3, weil ich finde die alle toll, sonst hätte ich sie mir ja nicht gekauft. Für mich sind das alles Highlights, alles Platz 1. Also wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, das ist die Clio Denial aus der Generation 3 Serie. Die hat mir besonders gut gefallen, wegen ihrem Augen-Make-up. Sie hat jetzt hier so einen gelben und blauen Lidschatten und dann so einen richtig fetten Lidstrich und auch mit der Verschnörkelung hier, das gefällt mir richtig gut. Und auch ihr ganzes Farbthema mit diesen blauen Haaren. Die sind halt hier hellblau und dunkelblau, dann noch mit so goldenen Strähnen drin. Und auch dieser Haarreif, also das allgemein das ägyptische Thema, das gefällt mir bei ihr richtig gut. Und auch so die ganze Körpermodellage, weil die neuen Monster High Puppen, die haben jetzt verschiedene Körper, die sind nicht mehr ganz so dürr wie die aus der Generation 1. Das war damals immer ein bisschen, ja, haben viele bemängelt, dass die früher so dürr waren. Und hier hat jetzt jede Monster High Puppe eine eigene Bodymodellage und das gefällt mir auch sehr gut. Auch die Verarbeitung von den Sachen ist eigentlich auch recht gut, also besser auf jeden Fall wie bei Barbie. Ja, das ist meine Clio Denial aus meiner Monster High Generation 3 Serie. Ja, die stelle ich jetzt erstmal hier hin. Als nächstes habe ich jetzt die Rihanna Gleach. Die ist aus der Shadow High Serie 2. Ich glaube, die sind schon Ende letzten Jahres erschienen, aber ich habe die mir erst Anfang diesen Jahres gekauft. Deshalb zählt sie für mich mit zu 23. Ja. Was mir bei ihr besonders gut gefällt, ist ihre Gesichtsmodellage. Also das ist was ganz Besonderes. Auch die Augen, die so purple sind, so einem Lila. Auch der Lidschatten, so einem Grau mit diesem silbernen Lidstrich. Also das gefällt mir wirklich gut. Und sie hat auch eine neue Modellage von ihren Ohrringen. Das sind wie so, ich weiß nicht, so ein Schmetterlinge sein oder solche Rosenranken auf jeden Fall. Und das ist auch so ein Metallic-Look. Also das glänzt auch. Ist nicht so ein einfaches Plastik, sondern das glänzt auch, das gefällt mir richtig gut. Auch ihr ganzes Make-up mit dem grauen Lippenstift. Ja, und besonders gut gefallen mir natürlich auch ihre Haare. Sie hat so ganz dunkelblaue Haare mit so schwarzen Strähnen drin und auch lilafarbenen Strähnen. Und ich habe den Zopf jetzt original gelassen, habe ihn nur mal gewaschen, weil hier war sehr viel Produkt und Gel drin. Aber jetzt ist, wie gesagt, das so richtig schön weich und fluffig und lang, und das gefällt mir halt bei ihr auch besonders gut, dass man das dann so schön durchkämmen kann. Und ja, das Kleid ist jetzt Geschmackssache. Ich finde das Oberkleid finde ich richtig schön hier mit diesen Trompetenärmeln und auch mit diesen langen Schleppen mit den Pailletten drauf. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist jetzt diese Leggings, die gleich in die Schuhe übergeht. Das war jetzt nicht so mein Fall. Aber im Großen und Ganzen gefällt die mir richtig gut. Die hat halt auch mal ein bisschen düsteres Thema. Die ist jetzt nicht einfach so knallig bunt wie die anderen. Gut, das gefällt mir auch, aber ich fand es auch toll, dass mal eine etwas schlichtere Puppe mit dabei ist. Und die hat halt so schöne Haare. Also die gefällt mir auch wirklich richtig sehr gut. Ja, das war meine Rihanna Gleach. Als nächstes kommen wir wieder zu einer Monster High Puppe. Das war dann diese hier, das ist die Draculaura aus der Generation Serie 3, also die dritte Generation. Die habe ich mir auch dieses Jahr im Sommer gekauft, als die endlich bei uns gab. Ja, ich hatte schon Angst, dass die Monster-High-Puppen gar nicht mehr zu uns nach Deutschland kamen, deshalb war ich froh, dass es die dann ab Frühjahr, Sommer bei uns dann auch endlich zu kaufen gab.
Aber wie gesagt, man sucht sie noch verzweifelt in den Läden. Ich bekam auch der Tipp, dass es die jetzt in der Müller-Drogerie gab, aber als ich letztens in der Müller-Drogerie war, da war davon keine Spur. Ich habe dann auch eine Verkäuferin gefragt, in welcher Ecke die sein könnten. Die hat gesagt, die haben wir nicht im Sortiment. Also von daher, okay, ist wahrscheinlich auch regional bezogen, wo man die herbekommt. Ich bestelle sie jetzt immer im Internet, weil da weiß ich, dass ich die herbekomme. Klar, da sind sie ein bisschen teurer. Aber wenn man die sammelt, dann freut man sich und dann hat man auch was davon. Ja, bei ihr gefällt mir auch die neue Bodymodellage zum Beispiel. Die ist jetzt ein bisschen curvier, auch ein bisschen kleiner als die anderen Monster High Puppen. Ja, dann natürlich ihre Gesichtsmodellage. Die finde ich richtig niedlich. Die gefällt mir auch ein bisschen besser als jetzt von der ersten Serie, muss ich ehrlich sagen. Auch hier mit den spitzen Ohren gefällt mir richtig gut und auch das Outfit. Ja, könnte besser sein, aber das mit diesem Überkleid, mit diesem Tüll, gefällt mir ganz gut. Und auch, dass sie diese schwarzen Strümpfe mit hat. Und natürlich, dass sie Saranhaare hat, in diesem Schwarz und Lila. Das gefällt mir auch gut. Ich habe auch noch die 4 Cent Sculptimate Draculaura. Da gefällt mir das aber nicht so gut, weil sie dann Polypropylenhaare hat. Und die sind wirklich ziemlich steif. Aber hier, die fallen richtig schön gut. Ja. Das ist meine Monster High Draculaura. Als nächstes in meinen Doll Highlights ist von den Fantastic Fashion die Amaya Rain. Viele fanden die jetzt nicht ganz so prickelnd. Ich fand sie natürlich richtig gut, weil sie, wie man schon sieht, wieder diese schönen langen, weichen Haare hat. Das ist auch das, was mir bei ihr am besten gefallen hat, ihre Haare. Sie hat halt wieder diese weißen Haare, nicht die blauen wie bei den Cheerleader-Dolls, sondern diese weißen mit den bunten Strähnen drin. Klar, hier ist auch wieder etwas Tinsel mit drin, aber das kann ich mal verschmerzen. Ja. Aber ihre Gesichtsmodellage finde ich sehr schön. Sie ist jetzt nicht so stark geschminkt wie die andere, wie die allererste Amaya Rain aus dem Haarspielset. Aber das gefällt mir auch sehr gut, dass die jetzt mal ein bisschen dezenter geschminkt ist. Natürlich, sie hat wieder diesen Schimmer, aber damit bin ich auch ganz fein. Ist mir eigentlich so auch ganz recht. Ja, dann trägt sie diese Armreifen. Sie hat halt auch diese lange Nagelmodellage mit den silbernen bzw. grauen oder weißen Fingernägeln. Und was mir auch gefällt, ist jetzt ihr Kleid. Hier oben, dass das so wie ein Plissé ist. Ist auch sehr weich. Und auch dieser Rock, das ist so wie so ein ganz weiches Chiffon. Ja. Die Regenbogenfarben gut. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob man die mag oder nicht. Mir gefällt es ganz gut. Und ich finde es auch schön, dass das so richtig schönes, weiches Material ist und sich nicht so billig anfühlt, wie anderer Tüll, der so steif und so hart ist. Und ja, die Schuhe mit den silbernen Sohlen, das gefällt mir halt auch richtig gut. Ja, meine Fantastic Fashion Amaya Rain, die gibt es auch noch überall gut zu kaufen, denke ich mal. Also da, wo ich die bis jetzt war, Müller Drogerie oder auch im Smith Toy Store, wo auch immer, da war die überall noch verfügbar. Ja, das ist die Amaya Rain. Zack. Als nächstes haben wir wieder eine Monster High Puppe. Und die ist aus der Sculptimate Secrets 4. Cent Serie. Dieses Winter-Sommer-Thema, wo die alle so einen Pelz mit dabei haben. Ja, mein Video, weiß ich nicht, ist die, glaube ich, ja doch ganz gut abgeschnitten. Da fand ich ihre Haare aber nicht so schön, aber das habe ich Gott sei Dank gerettet. Sie hat ja Polypropylenhaar, eigentlich. Ja. Und das habe ich dann mal gewaschen. Dann mal mit Boil Wash, mit heißem Wasser, damit ich diese Locken rausbekomme, weil die sahen sehr spröde aus. Dann habe ich das nochmal mit einer Kur alles eingecremt und nochmal einwirken lassen. Und ganz zum Schluss, als ich das dann über Nacht trocknen lassen habe, habe ich die früher dann nochmal durchs Glätteisen gezogen, allerdings nur auf der niedrigsten Stufe. Und ich finde, sie hat jetzt richtig schöne glatte Haare und die fallen auch richtig schön fluffig. Also, das gefällt mir richtig gut an ihr. Allerdings musste man die Haare erstmal behandeln. Und man sieht es auch, man kommt auch mit dem Kamm jetzt richtig schön durch. Die sind richtig schön weich, glatt, fluffig. Und vor allem glänzen die auch so richtig schön. Ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen. Und dadurch ist sie für mich auch so ein Doll-Highlight geworden. Ich finde auch ihre Gesichtsmodellage so richtig niedlich und schön. Mit dem lilafarbenen Lippenstift daher so schön glänzt. Auch ihr Augen-Make-up. Dann auch das komplette Outfit, wie ich das jetzt so zusammengestellt habe, mit dieser Felsdola. Dann dieses Oberteil mit dem Wolf drauf.
Und auch diese schimmernde Hose und mit den Stiefeln dazu finde ich das eigentlich eine richtig schöne Kombi. Gefällt mir wirklich richtig gut. Auch jetzt, wie gesagt, da kann sie stolz in die Haare. Auch mit dem Mittelscheitel, den sie jetzt so hat. Das steht ja auch sehr gut. Und ich finde die eigentlich noch bald besser wie die Kordoll. Ist zwar wieder mal Geschmackssache, ist halt jedem seine Sache, aber ich finde die richtig cool und richtig genial. Ist für mich auch mit die beste, würde ich sagen, aus der 4-Cent-Serie, meine Claudine Wolf. Ja. So, als nächstes kommen wir zur Shadow High Serie 3. Das ist die aktuelle Serie. Ja, die gefällt mir besonders gut. Allein schon wegen ihren roten Haaren. Dann das Highlight, was ich schon im Video angesprochen habe, ist für mich der Mantel mit diesen schwarzen draufgestickten Ranken und diesen roten Blumen. Ach ja, ich habe vergessen zu erwähnen, wie die heißt. Das ist unsere gute Rosie Redwood. Ja. Ja, bei ihr gefällt mir besonders gut, wie gesagt, die langen roten Haare. Ich habe hier ihre Zöpfe mal aufgemacht und habe die auch mal gewaschen, weil, wie ihr es im Video gesehen habt, hat die richtig viel Produkte in den Haaren gehabt und die waren richtig knochenhart. Und jetzt, oh, das Rot, das beißt richtig in der Kamera, aber sie hat wirklich so richtig schöne, rote, lange, fluffige Haare und kann auch wieder richtig schön mit dem Kamm durchfahren. Das ist immer so richtig beruhigend, satisfying, würde ich sagen, ja, die Haare zu kämmen. Ja, das macht mir immer richtig Spaß. Ja, wie gesagt, ihr Mantel ist auch so ein Highlight. Das ist so ein Fellmantel mit diesen Stickereien drauf. Dann hat sie wieder diese rot lackierten Nägel. Die gefallen mir auch wirklich richtig gut mit diesen goldenen Spitzen. Auch ihre Gesichtsmodellage ist, glaube ich, dieselbe Modellage, wie da hinten die Glitch hat. Das ist die da mit diesen etwas kleineren Augen. Dann hat sie diese roten Augenbrauen und diesen knallroten Lippenstift. Und diese schönen Ohrringe, das ist auch wieder eine neue Modellage. Dann über das Kleid, gut, kann man sich streiten. Das ist halt ein einfaches Kleid. Dafür sind die Stiefel wieder ein richtiger Burner. Diese Lackstiefel mit diesen Reißverschlüssen drauf und diesen Glitzerelementen und diesen Nieten. Also, ich finde die richtig gut gelungen. Die finde ich mega. Ja, das ist meine Rosie Redwood aus der Shadow High Serie 3. Und ich finde, sie passt auch richtig gut zu Weihnachten, auch wenn sie jetzt so Blumen drauf hat. Aber es können ja auch Weihnachtssterne sein. So, wenn wir einmal bei der Shadow High Serie sind, Serie Shadow High Serie 3, habe ich jetzt auch die Lavender Lynn. Ja, wie gesagt, die wollte ich ja gleich als erste haben, als ich die Serie neu gesehen habe, wo die rauskam. Die hat mir gleich gefallen. Ich fand die einfach mega. Ich habe die jetzt ein bisschen verändert. Ich habe ihr ihren Zopf rausgemacht und ihre Haare mal gewaschen, weil wer die Videos gesehen hat, weiß, dass sie auch eine Menge Produkt in den Haaren hatte. Ich habe jetzt so einen Mittelscheitel gekämmt, dass der Pony so ein bisschen zur Seite fällt. Und hinten die Haare habe ich offen gelassen, habe die auch gewaschen. Und die sind so richtig schön weich und lang. Und ja, und die hat jetzt so weiße Haare mit so lilafarbenen oder ganz pastellfliederfarbenen Tönen drin. Also ich hoffe, man sieht es auf der Kamera überhaupt. Da sehen die eigentlich nur noch weiß aus. Aber wie gesagt, sie hat halt so fliederfarbene Strähnen drin und die sind halt auch richtig lang und weich und erinnern mich schon fast an die Haare von Amaya Rain, muss ich sagen. Ja, den Pony habe ich jetzt so einen Mittelpart gemacht. Das erinnert so ein bisschen an die Frisur von der Agneta von ABBA, finde ich. Na, da passt sie ja ganz gut mit der Rosie Redwood zusammen. Die ist dann die Frieda. Ja. Und auch ihre Gesichtsmodellage gefällt mir richtig gut mit den Augen und auch ihr Make-up gefällt mir sehr. Dann auch hier den Joker, den sie hat, da mit so einem Samtband drum gebunden ist. Und auch dieses Kleid mit dieser Spitze und dieser Lederteil. Also das gefällt mir auch richtig gut. Na, sie hat auch wieder diese langen Fingernägel. Und auch ihre Schuhe sind was ganz Besonderes. Die sind jetzt auch aus Stoff mit diesen Glitzerpailletten drauf. Und die haben hier auch wirklich diese, na, wie nennt man das, Keilabsen, das sind es nicht. Die gehen direkt von unten los und nicht von hier oben. Also finde ich ganz raffiniert. Ja, das ist meine Lavender Lynn. So, als nächstes haben wir nochmal was aus der Monster High Serie.
Das ist meine Frankie Stein. Die ist jetzt im Review nicht so gut weggekommen, weil die Verarbeitung von den Produkten jetzt nicht ganz so hochwertig war. Das fand ich nicht so toll. Bei ihr war ja, wie gesagt, der Rock hinten aufgerissen. Den habe ich dann nochmal selbst zusammengenäht. Aber jetzt so vom Bild her, vom großen Gesamteindruck, vom Farbthema, gefällt sie mir doch richtig gut. Sie hat diese Krone auf, die so ein bisschen an die Freiheitsstatue erinnert. Ja, dann hat sie leider ein Polypropylenhaar und die sind jetzt irgendwie auch so ganz trocken und steif. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so an der. Auch, dass das hier so abgehackt ist und so. Da gefallen mir die Haare von der Claudine Wolf jetzt schon besser. Wie gesagt, was mir bei ihr besonders gefällt, ist jetzt dieses Farbthema mit den Blau, Weiß und Silber und ein bisschen Schwarz mit drin. Auch ihre Stiefel gefallen mir richtig gut. Die Modellage, auch dass ihre Prothese hier so einen Glitzeranteil mit drin hat. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Und die Gesichtsmodellage und das Make-up finde ich halt auch richtig schön mit dem silbernen Lippenstift und auch dem Glitzer im Lidschatten. Und ja, von der Verarbeitung her, der Rock ist jetzt nicht ganz so optimal gelungen, aber alles andere gefällt mir richtig gut an ihr. So das Gesamtbild. Ja, das ist meine Frankie Stein. So, als nächstes haben wir noch eine Boydoll. Die ist jetzt bei vielen vielleicht nicht so gut angekommen, wie ich es in den Kritiken gelesen habe und im Internet, schon allein wegen den Haaren. Aber das ist mein Aiden Russell. Ich finde ihn einfach mega. Ich weiß auch nicht. Gut, die Frisur, da kann man sich drüber streiten. Ich habe die jetzt so gelassen, aber ich habe vielleicht auch einen guten bekommen, wo es vielleicht noch einigermaßen gut aussieht. Gut, von hinten sieht es ein bisschen weird aus, aber so von der Seite her und von vorn her geht's eigentlich. Und ja, ich finde eigentlich auch so flexibel. Ich hatte ihn schon die Sachen vom Ash Silverstone angezogen. Die haben den eigentlich hervorragend gestanden, weil er halt auch diese graue farbenen Haare hat. Da hat es halt alles richtig gut zu ihm gepasst. Und jetzt habe ich ihn mal das Outfit vom River Kendall angezogen und vom Farbthema her passt das halt auch richtig gut zu ihm, weil er halt auch diese türkisfarbenen Strähnen hier oben im Haar hat und auch die Brille, die finde ich auch richtig cool. Und ja, auch seine Gesichtsmodellage mit die Augen und so ist halt ein bisschen dezenter wie die Frauen von den Rainbow High Dolls. Und ja, ich finde ihn richtig mega, auch dass er Ohrlöcher hat. Da kann man ihn auch diese AirPods reinstecken oder halt auch mal Ohrringe reinmachen oder Ohrstecker, wie man das halt so möchte. Und ich finde es eine richtig coole Socke. Auch mit der Sonnenbrille so. Also das sieht richtig stylisch aus. Auch mit dem Outfit von River Kendall. Sein eigenes Outfit, das war mir jetzt ein bisschen zu einfach, sag ich mal. Aber ja, dafür haben wir ja noch die Outfits von den anderen. Vom Rex McQueen, vom River Kendall und auch vom Finn Rosado. Und ich finde, da kann alles tragen. Ja, das ist mein Aiden Russell, stelle ich jetzt mal hier hin. Was auch für mich ein Highlight war, vielleicht auch für viele andere auch, war Victoria Whitman. Die war was ganz Besonderes aus der Rainbow High Serie 5. Bei ihr hat mir besonders gut ihre Gesichtsmodellage gefallen, auch die Bemalung, dass die Augenbrauen etwas anders gezeichnet sind. Dann hat sie ja diese braunen Augenbrauen, beziehungsweise auch braune Wimpern. Also die sind jetzt nicht so bunt, sondern richtig mit braunen Haaren. Ich hoffe, man kann es ein bisschen in der Kamera erkennen. Dann ihr gesamt peachiges Thema gefällt mir so. Dieses peachfarbene Oberteil, dieser peachfarbene Rock mit diesem schönen Tüll. Also das finde ich mega. Und sie sieht halt auch so ein bisschen zart und dezent aus. Dann hat sie halt überall noch diese Sommersprossen, die Freckles am ganzen Körper. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Also die gefällt mir richtig gut und auch ihre Haare, die habe ich jetzt so mit Locken auch gelassen. Sie hat jetzt so wunderschöne Locken und die sind halt in so einem Honigblond und dann so ganz hellbraune Strähnen mit dabei, dass es halt sehr abwechslungsreich aussieht und auch sehr flexibel von der Farbe. Also die gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, ist auch eine mit meinen Highlights von 2023. Meine Victoria Whitman. Ja, und als letztes habe ich jetzt noch eine aus der Shadow High Serie 2. Das ist die Carla Choupette. Ja, das habe ich schon in meinem Video gesagt. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken, dass die zu den absoluten Highlights gehört. Schon allein ihr ganzes Gesicht, ihr ganzes Farbschema mit diesen hellen Pink und Lila oder Purple. Die purplefarbenen Augen, der rosafarbene Lidschatten. Dann hat sie weiße Wimpern. Ja, dann auch die Ohrringe, allgemein das ganze Kostüm, was sehr an Chanel angelegt ist, mit dieser weißen Bluse und dem rosafarbenen Kleid.
Also das gefällt mir richtig gut. Ja, ihre Haare, die habe ich jetzt auch so gelassen mit den großen Wellen. Das sind auch so weiße und rosafarbene Strähnen. Und die sind auch richtig weich und fluffig, richtig schön. Dann trägt sie noch diesen Fächer, wie den Karl Lagerfeld früher mal getragen hat, wo jetzt Shadow draufsteht. Mit den Fransen noch unten dran. Und auch diese Lederstiefel, die gefallen mir auch richtig gut. Ja, Carla Choupette von Karl Lagerfeld abgeleitet der Name und Choupette, so hieß ja die Katze von Karl Lagerfeld. Also die gehört wirklich auch mit zu einem meiner Doll-Highlights. Ja, Leute, das waren wirklich jetzt die Doll-Highlights von 2023. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, welche euch von den Puppen am besten gefällt. Ich finde sie alle mega, ich finde sie alle toll. Es gibt auch noch einige andere, die für dieses Jahr richtig schön waren. Aber wie gesagt, die habe ich mir noch nicht gekauft. Gerade von der Fantastic Fashion Serie. Da gibt es ja noch die Sunny Madison, das ist die gelbe, und die Jade Hunter, die grüne. Also die werde ich mir auch noch auf jeden Fall dann holen, aber dann wie gesagt erst ab nächstes Jahr, wenn es die irgendwo mal preisgünstiger gibt. Und auch von der Shadow High Serie 3, da kommt dann noch der Oliver Ocean mit hinzu, den werde ich mir auch auf jeden Fall noch holen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, jetzt bleibt mir noch zu wünschen, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024 zu wünschen. Und wir sehen uns hoffentlich gesund im nächsten Jahr wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!